Servus. Es kam die Frage auf, wie sich jetzt so ein Bogen verhält, wenn er bricht. Ja, wir haben hier einen Haselnuss am Start, den ich vorhin abgeschnitten habe. Und es interessiert mich jetzt auch, ob der einfach nur weich wird oder ob es richtig kracht. Schauen wir mal. Ja, wer hätte das gedacht? Also ich habe mir jetzt wirklich Mühe gegeben, dass dieses Teil ein bisschen nachgibt, aber das war irgendwie nichts. Also ich habe jetzt da mit jenseits der 90 Pfund an dem Teil gezogen. Gut, er ist jetzt absolut null getillert und so weiter. Er hat einen richtig langen Hebel. Also ich stelle mich mal dazu zum Größenvergleich. Also der ist so hoch wie ich. Man sieht auch wirklich extreme Stauchungen. Aber er ist nicht gerissen. Wer hätte das gedacht? Also so wie es ausschaut, ist frischer Hasel wirklich eine feine Sache. Sauber und Respekt. Übrigens, ich habe noch einen trockenen Hasel. Und mit dem probiere ich es jetzt. Jetzt schauen wir mal, wie sich der Trockene verhält. Bis gleich. Ja, also, wir haben es gesehen, der trockene Hasel, der ist so vielleicht vor 1,5 Jahren von mir gemacht worden. War auch ein schönes Modell, hat gut geworfen, fand ich schade. Aber das war jetzt auch mal interessant zu sehen, wie das Bruchverhalten ist von einem trockenen Hasel. Ich würde mal sagen, so wie bei den meisten Hölzern, die man für einen Bogenbau verwendet, wie es zu erwarten wäre. Also der ist hier komplett der Länge nach aufgerissen. Und ja, also trockener Hasel verhält sich wie normales Holz, reißt fast schlagartig ab. Und ja, der nasse Hasel, der war wirklich so, als wenn er ganz extreme Biegungen auch ertragen könnte. Ja, fand ich ganz interessant. Bis bald. Hi, that was our Hazel bow test. It was a test for self bow making and It's really incredible for me because I had no chance to make, yeah, Mr.